Teamaktion Heli-Kombo freigeschaltet. Steuerung, drücke blau in der Luft. Hallo und herzlich willkommen der NRW über 18 hier zu Sonic 4. Ich wollte jetzt eigentlich gerade jetzt hier ein Spiel starten. Wir haben übrigens in der letzten Folge, das war nicht mehr in der Aufnahme leider zu sehen, wieder eine Übersicht über die Zonen, die wir uns aber nicht frei aussuchen können. Und jetzt wollte ich da eigentlich starten und jetzt habe ich dieses Bild hier, Zielsuchsystem aktiviert. Vielen Dank, dass du Sonic the Hedgehog 4 Episode 1 freigeschaltet hast. Als Bonus wurde eine geheime Episode mit Metal Sonic freigeschaltet. Man hat mir auch gesagt... Okay. Doch, also, die Metal-Episode wurde freigeschaltet. Wie kam Metal Sonic nach Sonic the Hedgehog CD zurück? Wirf einen Blick hinter die Kulissen von Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Wechsle die Karte. Okay, was haben die hier vor mit mir? Wechsle die Karte. Achso. Ja, geht aber nicht. Wie soll ich die Karte denn wechseln, wenn... Egal. Ich will jetzt aber nicht zur Metal-Episode. Ich will... Ah! Ach, du ahnst es nicht. Ja, Freunde. Aber wir werden jetzt hier erstmal weitermachen in der Sylvania Castle Zone und mit Akt 2, mit versunkenen Ruinen. Da wollten wir eigentlich ursprünglich hin. Also, auf geht's. Ja. Mal gucken, ob ich jetzt hier 50 Ringe ins Ziel bringe. Es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, hier mit Tastatur zu spielen und vor allen Dingen auch mit dieser komischen Anordnung hier der Tasten. Man hat es mir schon in die Kommentare geschrieben, es versucht mit Gamepad zu spielen, es funktioniert leider nicht. Das war direkt mein erster Gedanke, nachdem ich hier so diese Probleme mit der Tastatur hatte, mit Gamepad zu spielen, aber das funktioniert. Na toll, leider nicht. Warte mal. Moment, wie ging das jetzt hier? Oh. Herrgott! Wie war das denn jetzt? Guck mal, ich kann auch ein paar Ringe sammeln. Blaue Taste drücken. Was ist bei mir die blaue Taste? Ah. Oh. Ja, komm her, Tails. Aha. Na, komm, weiter hoch. Ah, okay. Lass mal los. Ach, cool. Das geht noch richtig hoch. Ja, danke. Oh, wir müssen wieder unter Wasser. Ich hasse ja Unterwasser hier. Wieder auf der verkehrten Seite. Halt. Nimm es doch endlich als Ziel, Mensch, Junge. Boah, das darf doch nicht wahr sein.
Nimm es doch dann. Was ist... Was ist denn jetzt? So. Meine Luftblase. Was ist das hier? Warte, war da hinten noch was? Sehr schön. Wusste ich es doch, dass ich da was übersehen habe. 78 Ringe. Es wäre... Oh, so schön, jetzt hier irgendwie ein Schutzschild zu bekommen. Warum kommen von da oben... Oh, ein kleiner Juja-Pinguin. Hat er gesehen, von da oben kam? Ah, deswegen wahrscheinlich. Ach so, okay, das geht da hoch. Ah, toll, jetzt haben wir ja auch noch diese Pfeile. Achtung, gleich verliere ich die Ringe. Oh. Oh. Ja, ich habe ein Leben. Ist das ein friedlicher Fisch? Ja. Na, danke, Tails. Alle, hopp. Nein, oh, dieser Fisch stößt auch nach vorne. Oh. Ja, danke, du Mistvieh. Hallo. Danke, Spiel, dass du mit mir mitspielst. Also diese Aussetzer hier immer. Oh, ich brauche noch so viele Ringe. Okay. Das ist noch nicht das Ziel. Oh, na, danke. Ah, das, da muss man auch jetzt mal drauf kommen. Nein, Scheiß! Ah, da wäre... Ah, hier, oder? Cool, jetzt habe ich gleich... wieder 50 Ringe. Komm, Tails, zusammen sind wir stark. Ich krieg gar nichts mehr mit. Ach, jetzt das schon wieder. Gut, dass hier immer so eine Luftblase ist. Moment. Ach, man sollte doch denken, dass ich jetzt so langsam es drauf habe, wo... Ach, das war verkehrt. Also immer springen. Dann den. So, jetzt lass mich mal los. Danke. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen und belasse es mal dabei. Die Gegner. Wow, das war knapp. Was ist das hier? Ach so, das war nur eine Plattform. Danke, Tails. Vielleicht kriege ich jetzt gleich schon wieder... Ah, Kacke! Nein! Komm runter, hier ist keine Luftblase. Oh nein. Oh nein, sag mir jetzt nicht, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, geh... Nein, nein! Oh Mann! Komm hoch. Hoch, 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 hoch. Beweg dich doch ein bisschen schneller. Oh. Dieser Idiot. Dieser idiotische Fuchs. Mann, ich hatte so viele Ringe. Da schon wieder nicht gekriegt. Ja, danke. Genauso hätte das eben sein müssen. Steigt das Wasser jetzt? Ja, es steigt. Nein. Oh. Ich krieg so das Kotzen, ich krieg so das Kotzen. Dann gehen wir einfach hier unten lang. Na, ich wusste es. Krieg ich doch die Pimpanella hier, ey.
Da oben ist ein Leben. Eine coole Sache. Ja, super. Ich wusste es. 20 Ringe haben mir wieder gefehlt. Aber ich habe Leben gesammelt. Immerhin etwas. Naja, Freunde, dann würde ich sagen, Teamaktion Unterwasser-Kombo freigeschaltet. Steuerung drücke im Sprung unter Wasser. Ist das jetzt was Neues oder? Ich habe es ja freigeschaltet, aber es ist trotzdem komisch. Oh wei, oh wei, oh wei. Also diese Episode 2 gefällt mir. Du kannst nun Akt 3 der Sylvania, ja. Also ganz ehrlich, die Episode 1 hat mir besser gefallen. Diese neuen Fähigkeiten und auch gerade jetzt diese Bumssteuerung, die sind echt für'n Arsch. Echt. Aber nun gut, bleiben wir positiv eingestellt und freuen uns auf die nächste Folge hier bei Sonic 4. Bis dann, NRW bei 18. Adieu.